In der Allesblase, die bis zum Jahr 2021 gedauert hat, sind alle Märkte gestiegen, ob Aktienmärkte, ob die Preise für Immobilien, alles nach oben, weil die Notenbanken die Wirtschaft und die Märkte mit Liquidität überspült hatten. Jetzt aber haben wir einen monetären Klimawandel und jetzt versuchen die Notenbanken das Gegenteil dessen, was sie vorher versucht hatten. Vorher haben sie versucht, eine latent deflationäre Wirtschaft zu inflationieren, indem man Assetpreise nach oben bringt, also Aktienpreise, Immobilienpreise. Jetzt versucht man eine sehr inflationäre Wirtschaft eben zu deflationieren, indem man diese Immobilienpreise und die Aktienpreise nach unten bringt. Und genau das ist heute nochmal sehr klar geworden durch Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der so ein bisschen als das Mouthpiece der Fed gilt, als derjenige, der Innenansichten der Fed an die Märkte kommuniziert, wenn die Fed das wünscht. Und so hat offenkundig die Fed gewünscht, sagt den Märkten mal, dass Jerome Powell seine Rede in Jackson Hole Ende August kurzfristig extra deswegen geändert hat, weil die Märkte im Vorfeld dieser Rede eine so heftige Party gefeiert haben mit steigenden Aktienkursen, dass es ihm gereicht hat. Er wollte nochmal klar machen, das ist nicht so, wie ihr das glaubt, nämlich, dass die Fed bald die Zinsen senken wird. No, das ist Gegenteil der Fall. Dementsprechend hat Powell dann eine Rede gehalten, wie Timiraos hier formuliert, die keine Nuancen mehr hatte, also die keinen Spielraum für Interpretationen zugelassen hat, indem er klar gemacht hat, nein, wir werden die Zinsen nicht so bald senken, auch wenn wir irgendwann fertig sein sollten mit den Zinsanhebungen. Dann hat sich Powell mehr oder weniger, auch das eine Botschaft für die Märkte, entschuldigt, dass die Fed einen großen Fehler gemacht habe, als man einen ohnehin schon sehr heißen US-Immobilienmarkt noch durch den Kauf von Mortgage-Backed Securities letztendlich befeuert habe. Also das ist schon ein hartes Stück, das ist schon wirklich ein Hammer und das bedeutet faktisch, übersetzt, wie Jim Bianco hier auf den Punkt bringt, die Fed will nicht, dass ihr Gewinne mit Aktien macht, denn die Allesblase ist vorbei. Jetzt kommt es wieder auf Bewertungen an, auf Bepreisungen an. Jetzt müssen die Märkte sich erstmal zurechtsuchen und realisieren, dass diese Allesblase vorbei ist. Deswegen haben wir wahrscheinlich noch nicht das Tief der Aktienmärkte gesehen, sobald nicht oder solange nicht irgendwie ein Umsteuern der Fed eben erkennbar ist das ganz große Problem. Und natürlich hat sich die Fed geirrt. Bei der letzten Pressekonferenz im Juni nach der Fed-Sitzung hat Powell gesagt, ja, jetzt haben wir gerade mal einen 75 Basispunkte Zinsschritt gemacht. Das wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Das machen wir nicht nochmal. Das war schon außergewöhnlich viel. Wir wissen, dass das nicht die letzte 75 Basispunkte Zinsanhebung gewesen sein wird. Diese Woche schon. Am Mittwoch dürfte dann schon die nächste kommen. Und Powell hat sich immer wieder bezogen, auch auf Paul Volcker in der Jackson Hole Rede. Dreimal hat er ihn erwähnt. Nur Paul Volcker hat damals eine hochinflationäre Zeit dadurch zu deinflationieren vermocht, weil er eben massiv die Zinsen angehoben hat, die Geldmenge verknappt hat, aber damals betrugen die Schulden der USA 30% des BIPs. Inzwischen sind wir bei 125% des BIPs und wenn wir Haushalte und alles mit einrechnen, dann sind wir bei 92 Billionen Dollar Schulden. Und wie das funktionieren soll, ohne dass es ein richtig hartes Landing gibt, wie Nomura hier sagt, das kann mir keiner erklären. Die Fed wird etwas kaputt machen und erst wenn sie etwas kaputt gemacht hat, wird sie vielleicht erschrecken wie ein Kind, das ein wertvolles Spielzeug hat und ein bisschen experimentieren will und dann zerbricht dieses Spielzeug und erschreckt sich. Oh, was haben wir denn da gemacht? Das dürfte genauso diesmal bei der US-Notenbank Fed passieren, wird wohl nicht anders gehen. Aber nochmal zu diesem Thema, die Fed will nicht, dass ihr mit Aktien Gewinne macht. Wir haben gesehen, wie Kashkari aus das ehemals dovischste Mitglied der Fed gesagt hat, ich habe mich gefreut, wie die Aktienmärkte auf diese sehr hawkische Rede von Jerome Powell reagiert haben, damals minus 3% und mehr nach unten gekommen. Also das war die klarste Ansage bisher, wir wollen nicht, dass Aktienpreise steigen. Warum will die Fed das nicht? Simple.
Wenn die Leute Gewinne machen mit Aktien, dann haben sie mehr Liquidität in der Tasche. Diese Liquidität sucht die so raren Güter, sodass das Ungleichgewicht zwischen Gütern und eben Liquidität sich wieder zugunsten der Liquidität verschiebt, was wiederum den Inflationsdruck nach oben schiebt. Also ist letztendlich das Motto Don't fight the Fed, das ja lange die Bullen für sich in Anspruch genommen haben. Bekämpfe nicht die Fed, das können jetzt die Bären für sich beanspruchen. Und dementsprechend sehen wir eben auch dann die doch ziemlich maue Performance im Jahr 2022. Wall Street gestern mit einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Video mit der Aussage, dieser monetäre Klimawandel ist wie ein Dammbruch. Das ist jetzt nicht so, dass das ganz schnell vorbeigeht, sondern das frisst sich durchs System. Wir werden längere Zeit hohe Zinsen haben. Wir werden längere Zeit hohe Hypothekenzinsen haben und wir sehen, dass da schon erste Brüche passieren, etwa im US-Immobilienmarkt. Jetzt die Stimmung mit dem längsten Absturz am US-Immobilienmarkt seit dem Jahr 1985. Wir sehen es etwa bei den IPOs, bei den Börsengängen. Was haben wir nicht alles erlebt mit wahnsinnigen Bewertungen? Da kommen irgendwelche Schrottfirmen, die praktisch keinen Umsatz machen, aber nur ganz tolle Zukunftsversprechen geben mit x Milliarden an Bewertungen an die Börse. Jetzt haben wir seit 238 Tagen keinen Börsengang mehr gesehen aus dem Tech-Bereich mit einer Bewertung von mehr als 50 Millionen Dollar. Das ist die längste Strecke seit der Finanzkrise und dem Platzen der Dotcom-Blase. Also hier sieht man ja schon diesen Game-Changer, hier sieht man diesen monetären Klimawandel praktisch ja in der Praxis. Dementsprechend wundere ich mich, wenn dann zum Beispiel bei meinen Videos, wenn es heute dann zwischenzeitlich nach oben gegangen ist, Indizes drehen schon wieder ins Plus, neuer Anlauf der Bullen-Rallye. Nein, vielleicht neuer Anlauf der Bärenmarkt, der Rallye. Warum? Weil wir hatten ja den großen Verfall am Freitag. Da gab es ein sehr starkes negatives Gamma der Market Maker. Die hatten sich also mit Short-Positionen auf der Unterseite abgesichert. Das können sie heute glattstellen. Sie brauchen weniger von diesen Absicherungen auf der Short-Seite. Dementsprechend haben wir heute Bewegungen nach oben gesehen. Aber es ist durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass wir beim S&P 500 Kurse um 3640 oder 3700 mindestens nochmal sehen werden, wie viele technische Analysten zeigen. Wir haben die sogenannten Financial Conditions, die also wichtig sind für die Fed, die sagte, das ist das, worauf wir achten. Und diese Financial Conditions haben sich gestrafft in letzter Zeit, deutlich gestrafft. Die Aktienmärkte in rauem Fahrwasser, aber vor allem sind eben die Renditen gestiegen. Hier sehen wir, heute ist die 10-jährige Anleiherendite das erste Mal über die Marke von 3,50% gestiegen. Wir waren bei 3,51 im Hoch. Dann sind wir wieder etwas runtergekommen. Aber diese steigenden Renditen, vor allem bei den kürzer laufenden Anleihen, die sorgen für eine Straffung der Financial Conditions. Die Aktienmärkte sind auch sehr wichtig. Aber was eben wichtig ist für die Aktienmärkte wie auch für Gold, dass die realen Renditen eben jetzt inzwischen positiv sind. Auch das ist ein Gamechanger, der durch den monetären Klimawandel entstanden ist. Realrendite ist die Rendite minus Inflationserwartung, nicht minus Inflation, by the way. Und wir sehen, da sind wir jetzt bei der 10-jährigen bei über 1%. Wir hatten im Prinzip hier jetzt ja jahrelang einen Niedergang der Realrenditen, dementsprechend auch steigende Aktienmärkte. Jetzt sehen wir, wie stark diese Realrenditen jetzt nach oben gehen. Dementsprechend ist das Gift für die Aktienmärkte. In den nächsten 24 Stunden werden wir 16 Zentralbanken haben, die Entscheidungen treffen. Viele davon werden die Zinsen anheben, etwa die amerikanische sehr wahrscheinlich am Mittwoch. Am Donnerstag wird Großbritannien das tun. Die Schweiz wird es tun, Japan wird es nicht tun, Türkei, Indonesien, Philippinen, Norwegen, Südafrika wird es tun, Ägypten wird es tun, Taiwan weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wahrscheinlich auch, gell? Nein, also da ist man ja praktisch unisono. Also das ist schon ein Tsunami an Notenbankentscheidungen und vor allem an weiter steigenden Zinsen. Und warum wollen die Notenbanken die Inflation nach unten kriegen? Nun, das zeigt hier so eine Umfrage bei den kleineren Unternehmen in den USA, die ja sehr nah am Boden sind, die sehr viel direkter spüren, was mit der Wirtschaft passiert, als die großen Konzerne. Und hier wird berichtet, dass die Löhne, also die Kosten für die Unternehmen, weiter deutlich
schneller gestiegen sind als die Möglichkeit, den Verkaufspreis überhaupt anzuheben. Und das heißt, die Margen werden immer schlechter für diese Unternehmen. Und das wird sich dann in die gesamte Wirtschaft durchfressen. Das ist dann ein Punkt, der eben kommen wird, dass wir jetzt uns noch Sorgen machen um die Fed. Wir werden uns später wahrscheinlich Sorgen machen um eine Rezession und die schrumpfenden Gewinne der Unternehmen. Wir sehen hier mal den Wage Growth Tracker von der Atlanta Fed. Also das ist praktisch schon eine Art Realtime-Indikator für die Lohnentwicklung. Und hier sehen wir diese Lohnpreisspirale mit 6,7% Average Gain in den letzten Zahlen so stark gestiegen wie es seit 1983 nicht mehr. Und die Daten gibt es erst seit 1983. Und das große Problem ist, diese Inflation trifft ja vor allem die weniger Wohlhabenden, die eben Reallohnverluste erleiden. Die Inflation steigt schneller als die Löhne, während die Wohlhabenden vielleicht auch verlieren. Aber wenn da ein bisschen was wegkommt, dann ist man da noch ganz entspannt. Dagegen, wenn diejenigen, die ohnehin schon knapp auf Kante waren, wenn die dann Einbußen verzeichnen, dann ist das ein richtiges Problem. Ich hatte heute Morgen darauf hingewiesen, durchschnittlich ist das der schlechteste Handelstag des gesamten Jahres, dieser 19. September. Aber wahrscheinlich wird das verhindert durch diese Prozesse, die wir sehen jetzt im Gefolge des großen Verfalls. Natürlich sind wir im kurzen Zeitfenster überverkauft, aber dennoch, die zweite Septemberhälfte ist extrem schwach. Und das bringt hier nochmal die Bank of America auf den Punkt. Einer der entscheidenden Gründe ist, wir sehen in dieser Zeit sehr oft Gewinnwarnungen. Und der zweite Grund ist, wir sind jetzt immer mehr in der Blackout Period, also in jener Phase, wo die Unternehmen keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen dürfen, bevor sie die Zahlen melden. Schauen wir uns nochmal den Nasdaq 100 an in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Klarer Abwärtstrend, wir haben Widerstandszonen nicht überwinden können, noch ist also hier die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir da neue Tiefs sehen, auch wenn Rallyes, Bärenmarkt-Rallyes jederzeit drin sind, aber don't forget the monetary climate change, denn das ist der entscheidende Faktor. Die EZB hofft, dass sie jetzt jene Blase, die sie vor allem selbst aufgebläht hat am Immobilienmarkt, wir haben ja permanent steigende Immobilienpreise gesehen, wo man sich dann manchmal fragt, sag mal, seid ihr wahnsinnig, für so eine Hütte wollt ihr so viel Geld, das kann doch nicht sein. Jetzt beginnt hier auch mehr Vernunft einzukehren. Die EZB hofft, dass dieser Trend zum Homeoffice, wo die Leute dann ja Nachfrage haben nach schönem Wohnen, nach Platz, weil sie eben viel mehr zu Hause arbeiten, dass das den Preisverfall, der kommen wird bei Immobilien, vor allem bei Bestandsimmobilien, Neuimmobilien eher nicht, denn du kannst heute gar nicht mehr aufgrund der ESG-Vorschriften und so weiter, kannst du nicht mehr unter bestimmten Preisen bauen. Aber dennoch sehen wir im Wohnungsbau viele Stornos inzwischen. Das ist ein ganz, ganz großer Trend. Den Leuten wird mulmig bei dieser Geschichte. Und hier sehen wir mal vor allem einen wichtigen Punkt dabei, neben den Kreditzinsen, die steigen, sind die Energiekosten. Hier sind mal die verschiedenen Länder aufgelistet, was das an BIP kosten wird nach Energieintensität und derzeitigen Preisen, die hier aufgerufen werden. Deutschland steht da noch einigermaßen da. Wir sehen in Tschechien etwa sind die Probleme viel stärker, deswegen ja diese Demonstration in Prag. Wir sehen in Niederlande, hier diese orangenen Balken sind 2022. Aber wir sehen, das sind natürlich massive Anstiege der Fall gewesen und jetzt versucht etwa Deutschland wieder einen neuen Anlauf mit Katar. Da ist jetzt der Scholz nach Katar geflogen und Habeck hat gesagt, ja, der wird also da mit großer Wahrscheinlichkeit einen Deal unterschreiben. Aber die Kataris sind bekannt dafür, dass sie jetzt nicht gerade für diese Eroberung Taiwans. Die Deutschen brauchen es ganz dringend und die wollen um jeden Preis kaufen. Also werden die Kataris sagen, also entweder ihr zahlt die Preise oder ihr könnt es euch gleich wieder schleichen. Das ist genau das Thema. Die Kataris sagen, wir machen keine Kompromisse beim Preis und bei der Laufzeit des Vertrages. Und das werden sich die Deutschen wieder mal in ihrer Naivität anders vorstellen. Aber sei es drum, jetzt schon sehen wir, wie stark negativ die Handelsbilanz der Eurozone ist aufgrund der Einkaufspolitik und eben der Abkehr von dem vergleichsweise günstigen russischen Gas, was zumindest günstig war vor dem Ukraine-Krieg. Was jetzt tun? Marcello Fracciarino,
ich glaube, es war mein viertbester Freund, sofern ich mich noch erinnere, plädiert jetzt natürlich für eine expansive Schuldenpolitik und mehr Schulden. Geld, der Marcello, der, es ist ja nicht sein Geld, gell, sein eigenes Institut wird ja, gell, von Steuergeldern, da kannst du ja auch das Ausgeben anderer Gelder einmal einfordern, wenn es nicht deine eigenen sind. Ne? Und wahrscheinlich hat er sogar recht, Deutschland muss jetzt Schulden machen. Hier diese Schuldenbremse in solchen Zeiten machen schon vor allem dann keinen Sinn, wenn andere wirklich auch massiv sich verschulden. Warum soll Deutschland dann den Zuchtmeister spielen, der am wenigsten verschuldet ist? Macht nicht so viel Sinn. Und hier sehen wir jetzt doch eine breiter werdende Kritik auch in jenen Medien, die sonst eigentlich der großen Koalition, wollte ich schon sagen, der Koalition aus SPD und vor allem Grünen sehr positiv gegenübersteht. Schwarz-Rot-Kalt. Ja, da wird ein bisschen was gefroren. Jetzt ein Bericht in der intellektuellen Zeitung mit 4 Buchstaben. Inflation trifft Kliniken mit voller Wucht. 40% der Kliniken fürchten Insolvenz aufgrund vor allem der gestiegenen Strompreise. Wenn Sie zum Beispiel eine Radiologie haben in einem Krankenhaus, Unmengen an Strom, die da verbraucht werden. Das sind Kostenfaktoren, die vorher keiner sich hat vorstellen können, in welche Dimension die gehen können. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch 2 Empfehlungen. Wir sehen eine Machtverschiebung weg von Russland. Nicht nur die Ansagen von Xi Jinping und dem indischen Staatschef Modi gegenüber Putin waren ziemlich eindeutig. Jetzt diese Geschichte mit Armenien und Aserbaidschan, wo im Grunde die Amerikaner ein Machtwort gesprochen haben und jetzt gesagt haben, jetzt ist aber gut. Und das direkt praktisch im Hinterhof von Russland. Das zeigt, dass da ein bisschen die Situation für Putin sich deutlich verschlechtert. Interessante Beobachtungen hier in diesem Artikel, kann ich nur empfehlen. Und hat Gold seinen Glanz verloren? Warum es so wichtig ist, dass der Dollar so stark ist, wird in diesem Artikel nochmal sehr, sehr gut ausgeführt. Also 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, zu Artikeln. Und ich empfehle mich und sage Servus und Ciao.